Wir sind nun ein Stück weiter Richtung Wendlingen gefahren und stehen nun an der L1202 im Bereich der Autobahnanschlussstelle Esslingen, wo gerade Asphaltarbeiten stattfinden. Die Anschlussstelle wird komplett neu gestaltet, eine umfangreiche Baumaßnahme. Die französische Baufirma Vinci erhielt den Auftrag über rund 75 Millionen Euro im Plan Feststellungsabschnitt 1.4. Der Umbau der Anschlussstelle Esslingen umfasst unter anderem den Bau von 3 Bahnbrücken, 2 Straßenbrücken, einer Brückenverbreiterung und 4 Stützwänden. Teil des Auftrages ist auch die Verbindung der Autobahnanschlussstelle mit der bereits fertiggestellten Nordumfahrung Neuhausen sowie der Umbau des Knotenpunktes von L1202 und Neuhauser Straße. Während der Baumaßnahme bleiben alle Verkehrsbeziehungen auf der Autobahn A8 und der Landesstraße L1202 erhalten. Kurzer Stopp bei den Königinnen der Erdbewegungsmaschinen, den Scrapern, die hier abgestellt auf ihre nächste Baustelle irgendwo warten. Im Bild zu sehen sind die Fundamente der Widerlager der Eisenbahnüberführung über die Auffahrt zur A8 in Richtung Karlsruhe. Der Entwurf der Brücke sieht ein zweifältriges Durchlaufträgerbauwerk mit Stützweiten von ca. 30,75 Meter vor. Die Gesamtlänge zwischen den Auflagern ergibt somit ca. 61,5 Meter. Die beiden Widerlager werden als kastenförmige Widerlager geplant und gebaut.
Man darf gespannt sein, wie das Bauwerk nach seiner Fertigstellung aussehen wird. Und im nächsten Video sind wir zum Abschluss der Tour noch östlich des Sulzbach-Viaduktes, wo zwei 40 Tonnen Volvo-Bagger arbeiten. Bis dann, tschüss!